Na, du, an der, hallo, du, war, ob ich glaube, ob andere Rollstuhlfahrer auch Probleme haben mit dem Stuhlgang? Ich denke ja. 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 Du hast öfters Probleme damit. Und du denkst, oder hast du dich auch schon mit anderen Rollstuhlfahrern ausgetauscht? Oder gehst du davon einfach nur auf? Nein. Du gehst davon aus. Ja. Ja. Es kommt, du denkst, es kommt doch davon, dass ihr wenig Bewegung habt. Du kannst ja nur von dir sprechen. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und da hast du echt öfters Probleme? Okay. Ja. Was für Probleme? Ab und an. Ab und an ist dein Stuhlgang richtig hart. Mhm. Ja. Das ist echt kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das kacke, das stimmt. Ja. Da hast du echt Probleme damit. Und wenn du nicht kannst, dann kannst du dich auch nicht richtig auf was anderes konzentrieren. Du hast ja den kompletten Tag im Arsch. Ja, schon. Der bleibt dann dort auch. Ja, schon. Nee, aber es stimmt, es ist kacke. Ja, es stimmt. Am besten ist es, wenn man jeden Tag kann. Ja. Ja, und das, ja, oder jeden zweiten Tag. Ab 3 Tagen ist schon echt kritisch. Du gehst mit dem Lifter aufs Klo? Ja. Da hängst du im Lifter am Klo? Ja, du glaubst, du hast auch eine gute Sitzposition. Hast du da irgendwie Methoden, wenn es jetzt nicht klappt? Du hast es schon bemerkt? Dass es aufs Essen ankommt. Ja, was du isst. Wenn du mehr Gemüse und so isst. Oder etwas mit Dinkelmehl. Dann geht es gut. Aber wenn du mehr mit Fleisch isst. Ja, okay, eher Probleme. Gut, also klar, eher dann halt darauf achten, was man isst. Und du hast für dich rausgefunden, dass die Sauerkraut hilft? Ja.
Oder auch Trockenpflaumen. Also ja. Soft. So Softpflaumen. Ja. Wir. So 4 bis 5 am Tag. Und am besten danach ein Glas Wasser trinken. Okay. Nach den Trockenpflaumen. Okay. Es kommt bei dir auch mal vor, dass es gar nicht geht. Du nimmst dann entweder Zäpfchen oder einen kleinen Einlauf, okay. Das hat dir bis jetzt immer geholfen. Wichtig ist vielleicht auch, das dann beim Arzt auch anzusprechen, wenn man es vielleicht öfters benutzt. So. Ja. Weil dann kann es sich vielleicht doch arg dran gewöhnen, dass es das braucht. Ja. Da achtest du echt drauf, dass du es nicht so oft nimmst? Ah, du hast auch so einen Pulver. Mhm. Das macht man sich in ein Glas Wasser rein. Das macht den Stuhlgang dann lockerer. Aber muss dann viel trinken. Ja, das kann sich auch anders auswirken. Also jegliche Hilfsmittel.